Willkommen auf dem Born-Wiesenhof. Das ist ein kleines Filmchen im Zusammenhang mit dem Born-Wiesenhof als Demonstrationsbetrieb. Wir sind Andreas und Maike Jaschok, die hier die Betriebsleitung seit 26 Jahren bewerkstelligen. Ja, seit vielen Jahren sind wir auch schon Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau und wir gewähren sehr gerne Einblicke in unsere Arbeitsbereiche in der Landwirtschaft, Käserei und Hauswirtschaft. Herzlich willkommen. Der Born-Wiesenhof ist ein kleiner Demeterbetrieb im Herzen des Hunsrücks mit knapp 40 Milchkühen und etwa 100 Hektar bewirtschaftetem Land. Andreas Jaschok, der seit 26 Jahren Viehhaltung und Ackerbau auf dem Betrieb leitet, hat schon früh eine Leidenschaft für die Landwirtschaft entwickelt. Auf dem Hof, wo meine Eltern nach dem Krieg untergekommen sind, als Flüchtlinge, habe ich die Landwirtschaft kennengelernt. Meine Mutter stammt aus der Landwirtschaft in Oberschlesien. Und von Kind auf an war es ein großer Wunsch von mir, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und ich habe lange gebraucht. Also erst mit 35 bin ich dann hier auf dem Born-Wiesenhof in einer ganz selbstständigen Situation gelandet. Und von daher bin ich immer noch froh, dass das geklappt hat und dass ich das machen kann. Der Hof wird biologisch dynamisch bewirtschaftet. Eine wesensgerechte Tierhaltung und ein geschlossener Betriebskreislauf sind zwei der Ziele des Demeter-Siegels. Zum einen sind es natürlich die landwirtschaftlichen Präparate, die ausgebracht werden, die nur bei Demeter ausgebracht werden und die Reife und das Wachstum der Produkte unterstützen. Und wichtig ist die Idee eines Betriebsorganismus, sodass Düngung und Futterwirtschaft, also Tiere und Pflanzenbau in einer Harmonie zueinander stehen. Und wichtig ist, dass Düngen heißt, für einen Demeter-Landwirt den Boden zu verlebendigen. Und das finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt. Auf dem Born-Wiesenhof leben und arbeiten auch einige junge Leute. Es sind sowohl Ausbildungsplätze vorhanden, als auch Möglichkeiten, ein freiwilliges ökologisches Jahr zu absolvieren. Na, hallo, mein Name ist Vincent, ich bin 21 Jahre alt. Bisher habe ich ziemlich viel Routineaufgaben erledigt, das heißt melken und füttern und diverse Sachen mit dem Schlepper oder mit dem Hoflader erledigen. Und jetzt, seitdem wir einen neuen Azubi haben, bin ich hauptsächlich Handwerker und repariere Sachen und baue neue Sachen. Also besonders gefällt mir hier, dass ich ziemlich frei arbeiten kann. Ich habe ziemlich viel Verantwortung, obwohl ich noch gar nicht lange hier bin. Und kann mich eigentlich frei ausleben, kann viel meine eigenen Ideen einbringen. Ja, was mir halt sehr viel Spaß macht, weil es vor allem auch dann angenommen wird und auch Sachen, die ich vorschlage, übernommen werden. Das macht mir, denke ich, hier am meisten Spaß. Mein Name ist Freya. Ich bin hier als Auszubildende auf dem Born-Wiesenhof. Seit einem halben Jahr wohne und arbeite ich jetzt hier. Ich komme eigentlich aus Lübeck. Und besonders Spaß macht mir die Arbeit mit den Tieren, gerade so neugeborenen Kälbchen wie diesen. Ich war hier letztes Jahr im Frühling zum Probearbeiten und da war mir auch klar, dass ich irgendwie hierher möchte. Mit der Ausbildung war gar nicht so geplant, aber ja, jetzt im Nachhinein passt es sehr gut und macht sehr viel Spaß. Gerade die vielfältige Arbeit rund um unsere Kühe und die Produkte zusammen mit den netten Menschen lässt es nie langweilig werden. Naja, jedenfalls ist mir noch nie langweilig geworden. Auch aus Frankreich haben immer wieder Praktikanten über ein Austauschprogramm die Möglichkeit, auf den Born-Wiesenhof zu kommen. Ich bin Fontaine Kathleen und ich bin ein FJ-Lerin. Ich war schon jetzt hier von 2 Jahren und ich habe angefangen mit einem WEFA, also das ist ein freiwilliges ökologisches Jahr zwischen
Französische und deutsche Leute. Und ich habe einfach Bornwiesenhof gekannt und jetzt, ich mag das zu gerne. Ich arbeite dann in Stall und auch in Käserei, wo wir machen Käse und also in Stall mit einfach viel Tiere, also Kuh und Schafe. Also ich mag einfach alles, alles in Stall oder in Käserei oder in Küche. Und ich habe einfach hier geblieben, weil das ist einfach ein schöner Platz und ich bin so wie nach Hause. Also das ist gut. Da der Hunsrück mit seinen überwiegend mageren Böden wenig Möglichkeiten für Ackerbau bietet, sind die Milchviehhaltung und handwerkliche Milchverarbeitung das wesentliche Standbein des Betriebs. Die Veredelung der Milch in der hofeigenen Käserei ermöglicht es uns, den Betrieb zu erhalten und ein hohes Maß an Qualität und Sorgfalt zu garantieren. Was ich besonders schätze, ist, dass es durch die Vermarktung, durch die Wertschöpfung, die wir erreichen im Verarbeiten der Produkte, dass es dadurch möglich ist, noch Landwirtschaft in einem menschlichen Maß zu führen und nicht ins Riesenhafte wachsen zu müssen.